Und hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 4. Ich weiß, es ist eine Weile schon wieder her. Okay, aber naja. Da hinten leuchtet's. Hey, kannst du mir helfen? Ach, da geht's wirklich so weiter. Okay. Wow, das läuft ja super. Ich halte hoch. Hol den Wagen. Ja, Drake, da hast du dir aber ja was vorgestellt. Ja, das hat sogar geklappt. Okay. Okay, wenn das mal gut geht. Das bin ich auch gespannt. 3 von 3. 3 von 3. Einfach wunderbar, die Piratentechnik. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute das jetzt noch angucken. Es haben mich so viele bei One Piece Burning Blood genervt, wann der nächste Uncharted Part kommt. Ich war ja ziemlich unmotiviert. Ja, Libertaria. Wunderschöne Landschaften. Und Schießereien auf Leben und Tod. Weil, als ich Uncharted hochgeladen habe, hat keine Sau was wirklich kommentiert so hast bei den du deine Parts. Meinung geändert. Na, du wärst fast nicht zurückgekommen. Na, sollte ich abhauen, während du bis zum Hals drin steckst? Und weißt du, dann war da noch dieses Ehegelübde. In guten wie schlechten. Ja. In guten wie schlechten. So wie in guten und schlechten Tagen. Oh, los, hilf mir mal. Die hat sich ja was vorgenommen. Ja. Okay. Als ob die das alleine hingekriegt hätte. Okay. Weißt du, selbst wenn du glaubst, mich damit zu schützen, hast du kein Recht, mich so auszuschließen. Worum es auch gehen mag, wir sollten darüber reden und uns darum kümmern. Gemeinsam. Als Team. Ich weiß. Wirklich, es ist nur... Weißt du was? Konzentrieren wir uns. Das hat bis später Zeit. Wie es aussieht, kommt Chloe gar nicht vor. Finde ich voll schade. Halt, New Devon. Wow, nette Landschaft. Richtig schöne Landschaft. Das Spiel ist einfach kacke schön. Ich freue mich schon beim nächsten Run. Da werde ich hier alles erkunden. Aufs kleinste Detail. Als würde ich wirklich rausgehen. Was ich nicht machen würde. Tja, rausgehen. Freizeit. Real life. Puh, total überbewertet. Nee, Spaß. Aber... das Spiel ist halt echt scheiße schön. Kann man sagen, was man will. Auch wenn einem das Spiel nicht gefällt. Es sieht gut aus. Das ist das gleiche wie mit Final Fantasy 13. Das Spiel ist übelst kacke. Hey, Selena! Hey! Wir sind hier, Sully. Wo bist du? Noch in der Luft. Ein paar Shoreline-Fahrzeuge sind unterwegs nach Norden. Die werden wir wohl bald sehen. Geht euch beiden soweit gut? Es gab ein paar Probleme. Aber soweit so gut. Okay, gut. Meldet euch, ja? Ich bin immer gern auf dem Laufenden, okay? Wir versuchen es. Over und out. Zurück zu Final Fantasy 13. Das Spiel war übelst schön, als es rausgekommen ist. Aber es ist okay. Trotzdem ein Trickspiel. Wir müssen über die Brücke rüber. Gut festhalten. Ah, oh, das war ja klar. Festhalten! Ah! Krasse Brücken! Ah! Verdammt! Dreh um, wir fahren zum Wasserfall! Ich kann nicht! Die Strömung ist zu stark! Nate? Mach dich bereit! Nate!
da, wir können die Felsen hochklettern. Okay. Los, los! Geschafft! Na los! Scheiße! Wasserfall! Wasserfall! Okay, bin okay. Der Baum ist nicht okay. Komm schon. Wie zum Teufel kam die so schnell dann nach hinten? Hier drüben, schnell. Hab dich. So viel zum Wagen. Ja. Komm. Ich wollte dich nicht schützen. Es ist nur, ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Das haben wir beide. Ich habe den Schwur gebrochen. Ich habe nichts gesagt, weil ich hatte Angst. Angst wovor? Dich zu verlieren. Ich schätze, ich wollte mich selbst schützen. Verstehst du? Wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Ja. Wir sollten weiter. Ja. Was jetzt heißt, jetzt kommt erstmal wieder klettern. Und dann geht endlich mal wieder Geballer los. Bis bum bum. Zumindest sind wir auf der richtigen Flussseite. Ja, das wäre übel gewesen. Naja. Habe ich schon mal erwähnt, dass das Spiel schön ist? Ich werde jetzt auch demnächst mal ein Update... Ja, okay, ist blöd, das hier zu sagen, aber komm, scheiß drauf. Die Leute, die zuschauen, die werden es ja dann schon verstehen. Die wissen es dann halt schon vorher, als die anderen Leute, die das Let's Play überhaupt nicht angucken werden. Ich werde demnächst mal ein Umfragevideo machen, was für Let's Plays ihr gerne sehen wollt. Denn ich habe ein kleines Problem. Ich hatte eigentlich für den nächsten Monat, also für den Judy, hätte ich eigentlich Star Ocean geplant gehabt. Aber dieses verrotzte Game ist jetzt doch komplett ganz allein hier auf Englisch. Und ihr wisst, englische Spiele werde ich nicht Let's Play. Und das Star Ocean... Ich könnte es jetzt lesen. Mache ich aber nicht. Tja, Ruhe in Frieden, Piratenfreund. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, genau. Ich werde ja englische Spiele natürlich ja niemals Let's Playen, weil es mir zu viel Aufwand wäre, alles zu übersetzen. Und ich sowieso ungern überhaupt englische Spiele kaufe, die hier in Deutschland rauskommen. Hat einfach damit zu tun, ich tue ungern sowas unterstützen. Bei manch Anime-Spiele mache ich ja noch eine Ausnahme. Aber nur bei manchen, die mich irgendwie interessieren. Bei Spiele, die zwar auch cool aussehen, aber jetzt nicht so das Verlangen ist, so, boah, das muss ich haben, oder sagen wir es mal so, wenn das Spiel auch noch sau teuer ist, dann erst recht nicht. Ich habe ja Natural Bloss, das mit Supersonico und Saber, ja, hochgeladen, Let's Show. Wow. Da war es okay. Also den Kleidern nach sind das Siedler. Vielleicht gab es einen Kampf? Nein, glaube ich nicht. Sieh dir ihre Positionen an. Ja, du hast recht. Sie wurden gestapelt oder einfach gegen die Wände gelehnt. Sie waren schon tot, als man sie hergebracht hat. Das ist ein Massengrab, Nate. Das Spiel hat auch nicht so viel gekostet. Wer ist das? Sieh dir das Schild an. Verräter. Einer der Rebellen. Eine schlimme Art zu sterben. Ja. Hier ist noch einer. Nicht gerade die schönste Art. Sorry, Kumpel. Nicht böse gemeint.
Ein Wunder, dass ich hier nicht hochhelfen muss. Was mich ja noch eher wundert, ist, dass hier noch keine Gegner aufgetaucht sind. Müssten eigentlich. Es sieht hier schon wieder so danach aus eigentlich. Aber easy nothing. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. So kann man eine Rebellion natürlich auch niederschlagen. Ich frage mich, ob das die ganze Zeit geplant war. Was? Die Siedler alle umzubringen? Nein. Sie herzulocken in der Hoffnung auf einen Gruppen. Und ihnen dann alles wegzunehmen, was sie haben. Wir haben es ja auch mit Piraten zu tun. Aber das ist ziemlich ironisch. Selbst für Piraten. Ein bisschen hat sie recht. Piraten ist das schon ein bisschen hardcore. Ich brauche nur kurz deine Hilfe. Die Dinger sehen nicht stabil aus. Sind sie nicht. Sei vorsichtig. Wow. Verzeihung. Ich habe aber diesmal den Weg schnell gefunden, fällt mir auf. Komm hoch. Alles klar? Ja. Wow. Willkommen auf Averys Landsitz. Wirklich schön hier. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Okay, also, offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Okay, und welches meinst du ist Averys? Ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Oh. Du bist auch nicht schlecht. Ja, ach, ich hatte ein bisschen Übung, habe ein paar Bücher Mist, gelesen. Mist! Was? Was? Die Haustür. Sam. Er lebt noch. Ja, noch. Na los. Jetzt geht endlich das fette Gebatsche los, dann eigentlich. Okay, halt die Augen nach Shoreline-Typen offen. Ja, puh. Nein. Das war nicht so geplant. Nate. Wieso? Alles okay? Ja. Eigentlich wollte ich da oben auf die Figur drauf, aber hey, ist ja auch egal. Ich will jetzt hier vorankommen. Wenn jetzt noch nichts da ist zum Ballern. Obwohl das hier alles so viel Potenzial für eine Ballerei hätte. Dann kommt zum Rückweg. 100 Pro. Hier durch. Vorsicht, Kopf. Mal nebenbei für meine Zuschauer. Ich, wie gesagt, ich werde ja noch eine Umfrage machen. Aber wollt ihr vielleicht das Tomb Raider, das neue, was jetzt für die Xbox One und PC schon draußen ist, eigentlich auch für die PS4, dann von mir Let's Play sein? Ich könnte es ja eigentlich rein theoretisch auf dem PC auch Let's Play, aber ich benutze ungern den PC dafür. Da kommen eher so alte Spiele, die ich über Emulator spielen werde. Der Drache. Wir sind in Christopher Condons Haus. Das sagt uns. Scheiße, Schorl. Elena, runter. Wie mache ich das jetzt am besten, ohne entdeckt zu werden? Ich gehe am besten von links. Bitte? Gar nicht. Ist doch besser so.
Scheiße! Oh, gerade noch geschafft. Hallo? Hey, alles okay? Ne Barock. Oh, wo haben wir die nächsten? Okay, da rechts hinten haben wir einen. Was zum... Sie sind hier drüben! Ach, Scheiße. Okay, den haben wir. Helena ist da oben. Du besser bist runter. Und du auch. Und du auch. Das lief doch gar nicht mal so scheiße. Pumpkang. Nein, ich wollte nicht mit der Pumpkang schießen. Wow, Granate. Jetzt habe ich ein Problem. Wie mache ich das jetzt am besten? Der Scharfschütze ist das größte Problem. Wie muss ich loswerden? Der mich wahrscheinlich gerade sofort erwischt hat, die Drecksau. Wow, heilige Scheiße. Alter, da fetzt es ab. Ich muss hier irgendwie raus. Jetzt, Halleluja. Runter mit dir. Okay, den haben wir auch. So, hinter mir? Immer noch nicht. Wo kommt der jetzt her? Gibt's gar nicht. Oh, Mann. Wow, Raketenwerfer haben wir jetzt auch. Heilige Scheiße. Ja, toll, ich bin down. Manchmal, aber nur manchmal, hat das Spiel gerne zu übertreiben gern. Komm runter. Wir wissen beide, dass du da oben bist. Wir wissen beide, dass ich dich töten werde. Also jetzt komm und verschwende nicht meine Zeit. Okay, dann verschwende halt meine Zeit, Bitch. Okay, da hinten ist einer. Komm. Und. Okay. Eine Steinschlossbüchse. Moment. Wie zum Teufel? Runter mit dir. Wow. Das war jetzt neu. So, jetzt. Ich habe hier jetzt mindestens ein bisschen Ruhe. Also mindestens hinter mir. Oh. Ich nehme das zurück, was ich gerade gesagt habe. Arschloch. Ach, das gibt's doch nicht.
Danke, Elena. Hier. Was ihr könnt, kann ich auch. Oh, Scheiße. Ja, super. Ja, Mann, ich hab den getroffen sogar. Nein, nein, nein. Oh, shit. Wow. Scheiße. So ein elender Hund. Dabei war ich schon so weit. Wir mich doch verarschen hier. Geh dich ficken. Komm, Bro, komm runter. Hey, hörst du mich? Ach, jetzt ist der da hinten. Du bist nicht der Richtige. Du bist nicht der Mann, den ich haben wollte. Also, jetzt kennen wir noch den da hinten. Drake hat sich nicht kampflos geschlagen. Versuch's doch. Wir sind bereit. Hm? Okay. Das haben wir jetzt auch. Den haben wir jetzt auch. Hey, wie wirft man das Teil? Sie sind genau hier. Seriously. Durch einen Schuss wussten die jetzt sofort, wo ich bin. Voll die Verarsche. Ach, das hat den dann nicht mal gejuckt. Ach, da freue ich mich doch, oder? Oh. Fick dich doch. Was halt anders. Dann mache ich hier einen total auf Action Man. Oder weiß was ich, wie ich es nennen soll. Ich find's cool, dass die Granate mir überhaupt angeleuchtet worden ist, gell? Ich meine, ich hab's ja schon rot leuchten gesehen, aber wo war mein Piep, 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 Piep? Na, war diesmal nicht da, gell? Na, aber hey, ja komm, du komm, das Spiel will mich ja nur verarschen. Mindestens habe ich hier diesmal einen Checkpoint. Wo ich nicht so arg heulen werde jetzt mal. Würde ich mal jetzt bald behaupten. Wo ist denn der Nächste? Ah, da hinten ist der Granatenaffe. Du. Notte. Ah, komm, wo ist dein Baby? Oh, das ist jetzt mein Baby. Oh, das hat ja so. Verdammt, die sind uns auf der Spur. Ich hab mich selbst gefickt. Ich hab mich selbst gefickt, Gamer. Ich bin der Beste. Oh, keine Patronas mehr. So. So, erstmal Scharfschütze Nummer 1. Wie viel sind das? 3? Nee, ich mach das auf die altmodische Art. Drauf geschissen, Alter. Pumpgun. Hasta la vista, Baby. Hasta la vista, Baby. Ach, scheiße, das ist auch eine Schrotflinte, Typ. Okay, das war knapp. Hasta la vista, Baby. Na? 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 Jetzt nicht mehr so eine große Fresse, hä? Ich glaub, das war's. Bist du okay? Ja. Gehen wir weiter. Ab in die Höhle.
Ab in die Höhle. Wait a minute. Ein bisschen Muni brauche ich schon. Ich meine, ich habe hier jetzt nicht wirklich. Okay, Scharfschütze. Das ist schon mal gar nicht so scheiße. Nur das Problem ist. Ja, sehen wir nach. Und das ist mein Hauptproblem jetzt auch. Ich habe keine sekundäre Waffe. Ach komm, das sind so viele Leute, da werde ich bestimmt doch irgendwo eine Muni dann finden. Ich meine, ich habe meinen Scharfschütze, wo ich von Weitem sowieso erstmal einfach mal wieder das mache, was ich immer mache, wenn ich ein Scharfschütze-Gewehr habe. Nämlich Bang, voll in die Fresse. Muss ich da runter? Oder muss ich da hoch? Ich muss da runter. Hui. Okay. What the f- Okay, Elena, du bist hier oben. Wenn du hier oben bist, dann heißt es, ich muss hier oben bleiben. Oder nicht? Vielleicht gibt es einen Weg unter Wasser. Du bist so ein... Naja, klar, auf die Idee hätte ich auch selbst kommen können, aber trotzdem... Okay. Up. Wait. Nein! Drake! Wieso? Hey, Nathan? Warum tut er mir das jetzt an, hä? Seriously. Ich wollte nur den Schatz da. Wenn ich ihn schon sehe. Hä? Da hat doch gerade was geleuchtet. Ohne Witz, ich dachte, es hätte da was geleuchtet. Egal. Ich mache einfach weiter. Hey, hier ist was. Adressiert an Richard Ward. Zeichnet Adam Baldridge. Sie waren beide Gründer? Okay. Erfrischend. Marco. Marco Polo. Wenn ich's schon sehe, dann hole ich's mir auch. Ich frag mich nur, was das bringen soll. Ach so. Jetzt habe ich herausgefunden, was es bringen soll. Nee, hoch muss ich nicht. Vorsicht da unten! Mist. Sie nicht zu fassen. Ah. Jetzt habe ich verstanden. Komm. Komm zu Papa.
Aber wisst ihr was, Leute? Wir sind jetzt schon wieder so weit, dass ich sagen würde, wir beenden den Part jetzt. Sobald ich dieses Scheißteil hier jetzt endlich mal nach oben hab. Jetzt komm. Ach dir. Ah, wie süß. Ich soll den Köder für dich spielen? Nein, ich wollte nur ein Gentleman sein. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ja, aber Ärger hatte ich eigentlich so schon genug. Vielen Dank. So, bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.